Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so ein Buch hier mit einer nicht selbstklebenden Folie für zum Beispiel die Schule richtig einbinden kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal lege ich mein geöffnetes Buch hier auf die Folie drauf und dann schaue ich, dass hier unten und rechts auf jeden Fall 4 cm Abstand sind. Bei mir kontrolliere ich das mit dem Geodreieck, das passt soweit. Und dann muss ich hier oben und auf der linken Seite das Ganze natürlich auch noch bei 4 cm genau markieren. Hierfür nehme ich einen Folienstift her, anschließend zeichne ich es mir noch an und schneide einmal diese Seiten hier schön ab. Nun markiere ich mir noch alle 4 Ecken von meinem Buch hier, das mache ich wieder mit dem Folienstift recht schön und dann auch ganz wichtig hier unten noch beim Buchrücken auch einmal diese 2 Punkte, wo dieser schön aufliegt, natürlich unten sowie hier oben auch. Jetzt entferne ich mein Buch hier und zeichne einmal alle markierten Ecken mit genau 45 Grad an. Beim Buchrücken hier unten und hier oben ebenfalls im 45 Grad Winkel diese Punkte einmal anzeichnen und anschließend verbinde ich diese auch noch miteinander, dass hier unten ein Trapez entsteht. Danach alles mit der Schere ausschneiden und mit der Zeit kann man sowas natürlich auch ohne den ganzen Anzeichnen machen. Wenn das geschehen ist, lege ich einmal mein zugeklapptes Buch hier auf die eine Hälfte von meiner Folie drauf, richte es natürlich sauber aus, hierfür kann ich mich auch gut hier an den Trapez einmal orientieren und dann nehme ich diese Rückseite von meinem Buch, schlage sie nach oben hin auf, nehme auch die Folie von hier hinten und dann schaue ich einfach mal, dass ich das hier relativ straff oben überschlagen kann. Wenn das Ganze so passen sollte, dann am besten einmal noch 2 Wäscheklammern zur Hand nehmen. Die eine befestige ich hier außen, dass da die Folie schön sauber dran bleibt und die andere hier vorne. Danach klappe ich mein Buch jetzt wieder ganz normal zu und dann drehe ich einmal dieses mit der Folie natürlich auch schön herum. Und jetzt müssen wir dasselbe Spiel nämlich auf dieser Seite machen. Ich gehe also wieder hierher, schaue, dass die Folie natürlich schön straff ist, mache hier meine vorderste Seite von dem Buch auf, ziehe es wieder etwas nach unten und dann hier ebenfalls wieder 2 Wäscheklammern zur Hand nehmen und diese hier als Fixierung befestigen. Wichtig ist, dass sich das Buch jetzt auf jeden Fall schließen lässt, also die Folie darf nicht zu straff sein, aber sie sollte hier trotzdem auch schön gespannt sein, dass es natürlich optisch auch schön ausschaut. Wenn es nicht der Fall ist, dann am besten die 2 Wäscheklammern nochmal etwas lösen und die Folie nachjustieren. Bei mir passt es jetzt aber soweit, deswegen ich wieder meine vordere Seite aufschlage, dann tue ich einmal hier die Folie nach oben hin einschlagen, nehme schon mal ein kleines Stück Tesa zur Hand und hier kann ich jetzt nämlich zwischen Folie und Folie einfach einmal das Ganze schön festkleben. Wichtig ist, man sollte jetzt wirklich nicht schauen, dass man hier irgendwas auf das Buch draufklebt, da es später beim Abmachen natürlich auch wieder seine Spuren hinterlässt. Und dasselbe Spiel mache ich jetzt natürlich auch hier oben. Ich schlage die Folie also ein, nehme wieder ein Stück Tesa zur Hand und schaue, dass ich diese Ecken hier wieder miteinander fixiere. Und somit ist die erste Seite jetzt nämlich auch schon schön fertig. Auf unserer anderen Seite machen wir jetzt natürlich dasselbe Spiel. Ich klappe das also wieder auf, dann schlage ich einmal die Folie hier unten zuerst etwas nach oben. Bei mir hier bei den Ecken schaut es auch schon relativ gut aus, weswegen ich wieder ein Stück Tesa hier nehme, verbinde diese 2 Eckenteile miteinander und dasselbe Spiel mache ich natürlich auch wieder hier oben. Schlage die Folie schön sauber um, dass sie auch etwas straff ist und wieder diese Ecken hier schön miteinander verbinden. Somit kann ich jetzt nämlich auch schon wieder hier meine Wäscheklammern entfernen und wir haben unser Buch auch schon richtig hier in so eine Glassichtfolie eingebunden. Wenn du für zu Hause jetzt übrigens die vermutlich beste Schutzfolie für Bücher überhaupt, einen Tesa-Roller, eine scharfe Schere oder auch Wäscheklammern zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenhersteller zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Utensilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.